Welcome to One Book, One Review. Nutellas Roman Nichts erzählt die Geschichte der Klasse 7a, die versucht, sich vor den beunruhigenden Worten ihres Mitschülers Pierre-Anton zu schützen. Dieser verließ nach den Sommerferien mit folgenden Worten die Klasse. Nichts bedeutet irgendetwas. Das weiß ich seit langem. Deshalb lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun. Das habe ich gerade herausgefunden. Danach bezieht er Stellung auf einem Baum, von dem aus er weiterhin auf die Bedeutungslosigkeit des Ganzen hinweist. Das macht der Klasse Angst, denn aus ihnen sollte doch etwas werden. Um nun Pierre-Anton zu beweisen, dass es doch Bedeutung gibt, beschließen sie, bedeutungsvolle Dinge zusammenzutragen und der Berg aus Bedeutung entsteht. Schon bald entdecken sie, dass Dinge mehr Bedeutung haben, je schwerer man sich von ihnen trennen kann, und sie fangen an, immer größere Opfer voneinander zu fordern. Doch wird es wirklich reichen, um Pierre-Anton zum Schweigen zu bringen? Das Buch ist beeindruckend. Es ist kurz und wird unter Jugendliteratur geführt. Dennoch würde ich es jedem empfehlen. Es beschäftigt sich mit Gruppendynamik und der Frage nach dem Sinn des Lebens. Es ist schon erschreckend zu sehen, wozu die Kinder fähig sind. Die Angst vor der Bedeutungslosigkeit ist ihr Motivationsfaktor. Doch die einsetzende Gruppendynamik lässt sie zu Monstern werden, die Dinge tun, die sie sich vorher nicht hätten vorstellen können. Es ist nicht das erste Buch, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Spontan fällt mir da der Herr der Fliegen ein. Doch Janne Teller schockt in Nichts mit den Opfern, die die Kinder gegenseitig von sich fordern und mit welcher Logik sie diese rechtfertigen. Doch fasziniert nicht nur das erschreckende Verhalten der Schüler, auch die Suche nach der Bedeutung. Die Bedeutung wird immer wieder hinterfragt und die Kinder müssen sich mit dem Berg und dessen Bedeutung auseinandersetzen. Es ist spannend und interessant zu sehen, welche Erkenntnisse die Erzählerin im Zuge des Ganzen gewinnt und wie das ihr Verhalten beeinflusst. Oder auch nicht. Die Charaktere sind eher flach und auf einzelne Attribute reduziert, wie der fromme Kai oder die hübsche Rosa. Dies zeigt eindeutig, wie eindimensional und oberflächlich sich die Kinder sehen. Besonders deutlich wird dies am Beispiel von Marie-Ursula mit den 6 blauen Zöpfen, die etwas ganz Besonderes ist, wegen ihrer 6 blauen Zöpfe. Doch wer ist sie, nachdem ihre Zöpfe auf dem Berg aus Bedeutung liegen? Ich finde, Janne Teller ist hier ein gutes Gesamtwerk gelungen. Die Sprache ist angenehm und passend. Die Geschichte ist spannend, schockierend und beunruhigend. Sie regt einen zum Nachdenken an über die Bedeutung und was Bedeutung ist und wie wichtig Bedeutung ist. Und darüber, wozu Menschen aus Angst fähig sind, wenn sie sich in einer Gruppe befinden, die sich vor demselben fürchtet. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Lesen.